Hallo zusammen, ihr habt einen Kühlschrank, der nicht richtig läuft oder mal nicht läuft oder hier und da nicht läuft oder unten wieder läuft. Und ich sage dann immer, ihr müsst den Spannungsabfall messen. Jetzt habt ihr so einen Kühlschrank wie dieser hier oder kleiner, größer und der ist eingebaut. Da hinten kommt er nicht dazu, weil der ist komplett verbaut und jetzt wie groß ist der Spannungsabfall? Das messen wir jetzt zusammen. Wir machen den Kühlschrank auf und hier haben wir die Innenbeleuchtung. Wir sehen jetzt hier die Innenbeleuchtung und diese Abdeckung kann man wegziehen. Ihr seht jetzt, die Abdeckung ist weg und ich habe hier so einen Magneten, den kann ich hier hinmachen. Dann schaltet auch die Innenbeleuchtung weg und ihr könnt das mit der Innenbeleuchtung messen oder ohne Innenbeleuchtung. Einfach jetzt zum Filmen testen wir das ohne Innenbeleuchtung. Hier oben sehen wir diese zwei Anschlüsse und dieser Stecker hier. Und hier an diesen Anschlüssen können wir die Spannung messen. Und hier gehe ich hier zwischen diese Anschlüsse rein. Ein bisschen halten. Und dann sehe ich die Spannung vom Kühlschrank. Hier unten im Voltmeter, ich habe jetzt hier eine Spannung von 11,79 Volt. Und hier unten ist bei diesem Kühlschrank der Thermostat. Den schalte ich aus. Der geht auch aus und dann habe ich eine Spannung von 11,9 Volt. Und ihr seht auch, diese Spannung steigt jetzt ein bisschen. Und wenn ich den Kühlschrank dann wieder einschalte, dann startet der Kompressor und dann habe ich 11,8 Volt. Das heißt, hier habe ich, ich sag mal, 0,1 Volt Spannungsabfall. Jetzt ist es so, dass die Batterie direkt hinterm Kühlschrank steht und wir 0,1 Volt Spannungsabfall haben mit ganz kurzem Kabel. Das ist tipptopp, aber bei euch im Wohnmobil sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt hier etwa 5 Meter Kabel mit 1 Quadrat Kabel Durchmesser, also relativ dünn. Und das hänge ich jetzt an der Batterie an. Und nachher machen wir die gleiche Messung nochmals. Also ich habe den Kühlschrank jetzt mit dieser 5 Meter langen Leitung angeschlossen. Und ihr seht, wenn ich das Magnet wegnehme, brennt auch der Kühlschrank die Innenbeleuchtung wieder. Aber es blendet. Ich nehme wieder das Voltmeter. Gehe hier wieder auf diese Anschlüsse hier oben mit den Pins. Und sehe dann hier, ich habe jetzt eine Spannung von 12 Volt. Ich schalte den Kühlschrank hinten unten am Thermostat wieder aus und die Spannung geht hoch auf 13,15 Volt und ich schalte wieder ein. Dann geht es einen Moment, bis der Kompressor startet und ich muss natürlich hier hinhalten richtig. Hier habe ich jetzt 12,4 Volt. Und der Kompressor läuft jetzt auf einer niedrigen Drehzahl und nach 30 Sekunden geht die Drehzahl vom Kompressor ein bisschen hoch und die Spannung kommt nochmals runter. Und hier habe ich jetzt fast 1 Volt Spannungsabfall. Und jetzt fängt der Kompressor noch ein bisschen schneller an zu drehen. Er braucht durch das natürlich jetzt mehr Strom, dass er mehr Leistung hat. Und ihr seht, die Spannung geht noch weiter runter. Also hier habe ich jetzt, wenn wir den wieder ausschalten, 13,2 Volt von der Batterie auf 12 Volt runter habe ich 1 Volt Spannungsabfall. Also ohne dass ihr den Kühlschrank ausbaut, könnt ihr hier oben die Spannung messen, mal wenn der Kühlschrank läuft. Also Kompressor läuft und mal, wenn der Kompressor steht.
Ihr könnt auch warten, bis er selber über den Thermostaten ausschaltet, kommt das gleiche Ergebnis raus. Wenn ihr über ein halbes Volt rechnerisch Spannungsabfall habt, habt ihr ein elektrisches Problem. Ich mache euch hier ein Video, wie man nicht verdrahten sollte. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, dann bringe ich noch mehr solche Videos, wie man so Tricks beim Beheben vom Kühlschrank hat. Und so müsst ihr den Kühlschrank nicht ausbauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.